Hey Leute und willkommen zurück. Heute habe ich eins meiner absoluten Lieblingsrezepte für euch, nämlich ein Süßkartoffelcurry mit Kokosnussmilch und mit Erdnüssen. Und dieses Rezept, das gehört wirklich zu einem meiner absoluten Favoriten, weil es einfach zu machen ist und wahnsinnig voll ist mit Geschmack. Nach dem Intro zeige ich euch, wie es geht. Ich zeige euch direkt mal die ganzen Zutaten, die ihr braucht. Das sind nämlich eine richtig große Süßkartoffel und die sollte so 600 Gramm ungefähr wiegen. Ihr könnt natürlich auch zwei oder drei kleinere nehmen. Dann haben wir hier 250 Milliliter Kokosmilch. Wir haben 250 Milliliter Gemüsebrühe, eine Zwiebel, ein kleines Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, eine rote Chili, 100 Gramm gefrorene Erbsen, 100 Gramm Erdnüsse und wir haben auch ein bisschen Currypulver. Und heute werde ich mal mich nur auf dieses Currypulver beschränken, um das Rezept so simpel wie es geht zu lassen. Ihr könnt diese Würzmischung, ein Curry ist ja im Grunde eine Gewürzmischung, auch selber herstellen, indem ihr einfach Kurkuma, Kreuzkümmel und viele, viele andere Sachen benutzt. Falls ihr also kein Currypulver zu Hause habt, nehmt einfach die Gewürze, die ihr habt, die typischerweise in einem Currygewürz vorkommen. So, ohne viel rumzulabern, fangen wir jetzt direkt mal an und zwar damit, die Zwiebel klein zu schneiden. Bei der Zwiebel immer ganz praktisch, hier das Ende dran zu lassen, denn dadurch hält die gleich zusammen. Ich werde sie jetzt erstmal einmal halbieren und ihr merkt, die hält auch jetzt noch super zusammen und auch wenn wir sie dann schon mal so einschneiden, ich schneide sie einmal seitlich ein und dann nochmal längs. Und ich schneide einfach nicht komplett bis zum Ende durch, sondern lasse da immer noch einen kleinen Millimeter oder auch Zentimeter, damit sie noch wunderbar zusammenhält. Und jetzt hält diese Wurzel praktisch noch die komplette Zwiebel zusammen, während wir dann ganz entspannt nochmal in diese Richtung schneiden können. Und schon haben wir ganz feine Würfel. Am Ende natürlich nicht vergessen, die Wurzel auch wieder wegzupacken. Beim Essen wollen wir sie ja nicht drin haben. Und das gleiche mache ich mit der anderen Hälfte auch noch. Und anschließend die Chili. Da schneide ich das Ende ab und halbiere die Chili dann einfach einmal so längst. Und dann kann man das Kerngehäuse, dort wo die Schärfe liegt, ganz einfach entfernen. Ich möchte es heute nämlich nicht ganz so scharf haben. Dementsprechend entferne ich das einfach. Und anschließend wird auch die Chili fein gewürfelt. Die bringt jetzt eine richtig schön feurige Schärfe mit rein. Nicht zu scharf dadurch, dass wir das Kerngehäuse entfernt haben, aber immer noch so ein bisschen Kick. Genau das, was man auf jeden Fall haben möchte bei einem Curry. Wie auch immer, schreibt mir gerne mal euer Lieblingsrezept unten rein. Ich bin sehr gespannt und vielleicht werde ich ja auch noch ein bisschen inspiriert von euch. Und nach der Chili ist der Ingwer dran. Den werde ich jetzt erstmal von der Schale befreien und auch da ist ein Teelöffel super nützlich. So ein Teelöffel, der ist schon echt praktisch. Damit kann man nämlich einfach so die Schale abreiben. Geht deutlich besser als mit einem Schäler. Und dadurch, dass man eben wirklich nur die Schale entfernt, hat man auch noch ziemlich viel am Ingwer dran. Falls ihr Bio-Ingwer bekommt, kauft euch den auf jeden Fall, denn in der Schale sind eigentlich ziemlich viele Nährstoffe und es ist schade, dass man die abkratzen muss. Aber wenn es keine Bio-Qualität ist, dann sollte man sie auch entfernen. Von daher mache ich das jetzt schnell. Und aller guten Dinge sind vier. Der Ingwer wird ebenfalls klein gewürfelt. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass dieses Rezept komplett vegan ist. So lecker kann veganes Essen sein. Manchmal vergisst man das tatsächlich. Nebenbei habe ich hier auch schon mal eine Pfanne bereitgestellt und auf mittlere Hitze erhitzt. Da kommt jetzt ein bisschen Kokosnussöl rein. Finde ich ganz gut immer in der Verbindung mit so einem schönen Curry. Ihr könnt aber genauso gut irgendein anderes Pflanzenöl nehmen, zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder. Das verteile ich jetzt gut in der Pfanne. Und da kommen jetzt alle vier Zutaten, die wir gerade klein geschnitten haben, rein. Alles auf einmal. Und allein durch dieses Currypulver jetzt ist schon ein wahnsinnig toller Duft in der Küche. Die Süßkartoffel ist klein und die kommt jetzt zu unserer wunderbaren Gewürzmischung. Es riecht auch schon so richtig toll in der Küche. Allein, okay, Süßkartoffel verabschiedet sich. Allein durch das Currypulver und den Ingwer und Knoblauch, da kommt schon so viel Geschmack zusammen. Das ist wirklich fantastisch. Die Süßkartoffel, die brate ich jetzt auch nochmal ganz kurz mit. Nur so ein, zwei Minuten, dass sie so ein bisschen Wärme abbekommt. Als nächstes kommt dann die Gemüsebrühe. Und auch direkt die Kokosmilch hinterher. Falls ihr nicht so ein riesiger Fan von Gemüsebrühe seid, dann könnt ihr auch direkt 400 Milliliter Kokosmilch nehmen und die Gemüsebrühe weglassen. Aber ich finde, Gemüsebrühe bringt so einen schönen Grundgeschmack meist da rein und sorgt auch einfach dafür, dass es die richtige Konsistenz hat am Ende. Das Ganze werde ich jetzt so für 5 Minuten lang köcheln lassen. Ich stelle es ein bisschen höher, damit es anfängt zu köcheln und stelle es später dann nochmal runter.
Das Köcheln ist jetzt einfach dafür da, dass die Süßkartoffel gekocht wird und schön weich wird. Je kleiner eure Würfel sind, desto weniger Kochzeit braucht das Ganze auch. Ich schätze mal, bei mir werden es so 5 Minuten sein. Falls ihr noch restliches Gemüse habt, könnt ihr es natürlich auch an der Stelle reinwerfen, falls ihr Paprika zum Beispiel habt oder ihr wollt Tomaten reingeben oder irgendwas anderes. Spinat passt auch super gut. Macht das alles jetzt am besten rein. Vor einiger Zeit habe ich auch schon mal ein anderes Curry hier auf dem Kanal gepostet. Ich verlinke es euch mal da oben. Das interessiert euch sicherlich auch, wenn euch dieses Rezept hier gefällt. Ein Kaffir-Limettenblatt habe ich hier auch noch. Das kommt noch mit da rein, denn es hat ein tolles Zitronenaroma und ich liebe das total. Ich habe es aber bewusst nicht auf die Zutatenliste geschrieben, weil ich glaube, die wenigsten von euch haben das zu Hause und ich wollte das Rezept nicht komplizierter machen, als es ist. Ich habe es aber da und ich kann es euch auch wirklich nur empfehlen. Die gibt es im Asialaden gefroren und sind wahnsinnig lange haltbar, wenn man sie dann im Tiefkühlfach hat. Und gerade so bei Thai-Curries oder generell Curries ist so ein Limettenblatt echt der absolute Hammer. So, das lasse ich jetzt in Ruhe und wir sehen uns in 5 Minuten. Fünf Minuten sind jetzt vorbei und als nächstes kommen die Erbsen auch noch hinterher. Momentan sind die Erbsen noch gefroren, aber die tauen super schnell auf in dieser kochenden Flüssigkeit. Achtet auch immer drauf, dass die Süßkartoffeln bedeckt sind mit Flüssigkeit, damit sie auch wirklich garen. Und jetzt würde ich sagen, nochmal so 5 Minuten und dann sollte das Ganze fertig sein. In der Zwischenzeit werde ich mich schon mal um die Erdnüsse kümmern und die einfach klein hacken. Zum Schluss kommen noch die gehackten Erdnüsse rüber. Ich werde so die Hälfte davon ungefähr in den Topf geben und unterrühren, die andere Hälfte gleich noch frisch drüber geben. So, und ich würde sagen, es ist Zeit, das Ganze anzurichten. Ich habe mir schon eine Schüssel hier bereitgelegt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Curry mit Reis essen. Ich persönlich esse es eigentlich ganz gerne einfach nur so, pur. Dann reicht es ungefähr für 2 Personen. Wenn ihr noch Reis dazu macht, dann reicht es sogar für 4 Personen. Also macht es so, wie ihr meint. Ihr könnt auch Naanbrot oder irgendwas anderes in der Art dazu essen. Passt super gut. Über das Curry werde ich jetzt noch ein paar von den Erdnüssen geben. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch etwas frischen Koriander drüber geben. Finde ich, passt super gut zum Curry. Mag nicht jeder, ich weiß. Von daher, wenn ihr es mögt, packt es drüber. Wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall so oder so viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!